Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal, Ramses der Dicke, das ist der Hannes. Moin. Das ist der Ramses. Und wir haben jetzt stundenlang gesucht nach einer passenden Location für das Tabasco Soßen-Tasting bzw. die Tabasco Hot Challenge, denn das wird hoffentlich heiß, das wird hoffentlich scharf. Wir haben ja so viele andere Hot Challenges gemacht und Soßen getestet in letzter Zeit. Die haben alle pur nur nach Essig geschmeckt, waren kein bisschen scharf. Das war eine pure Enttäuschung. Alles irgendwelche Billigsoßen wahrscheinlich, obwohl die verdammt teuer waren, weil die Verpackung wieder mal irgendwas versprochen hat, was es nicht gehalten hat. Tabasco hingegen ist eine richtig bekannte Marke. Tabasco ist Tabasco. Tabasco ist einfach ein eigenes Land. Tabasco ist seine eigene Hauptstadt sozusagen. Tabasco, so heißen sogar die Einwohner. Das ist ein Set, das hat mir Hannes mal geschenkt. Das war, glaube ich, in meiner Wunschliste. Das hat er mir für Weihnachten. Jetzt ist hier mitten Hochsommer. Ihr seht, wie lange das schon her ist. Ein 5er Tabasco Soßenset, was ich finde auch richtig cool aussieht. Habt hier die verschiedenen Farben. Grün, Gelb, Rot. Dann haben wir Orange und wir haben Schwarz. Die sind auch nach Schärfegrad sortiert. Mit dem kleinsten angefangen von einer Flamme, 2, 3, 4, 5 Flammen. Was das alles genau ist, das werden wir euch jetzt vorlesen, das werden wir euch zeigen und das werden wir probieren, denn wir haben uns wieder Nuggets geholt. Und mit den Nuggets wollen wir das testen und am Ende als Endgegner haben wir wieder die Madoc 357. Aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt, die wahrscheinlich immer noch 600.000 Scoville haben müsste. So, das erste, der Karton ist leider hier unten schon so eingerissen. Jede einzelne Tabasco-Flasche ist ja in einem einzelnen Tabasco-Karton drin und alle 5 Kartons sind in dem großen Karton. Und das müsstest du dir eigentlich, wenn es leer ist, ins Regal stellen und sagen, yo, das ist richtig genial, das ist mein Tabasco-Geschenkset. Ich suche mal, wo es jetzt aufgeht und dann fangen wir mit der kleinsten Soße an. Das ist nämlich die grüne, die ist sogar mit Jalapeno, sehe ich. Ich packe sie einfach alle schon mal raus, damit ich nachher nicht rumfummeln muss. Muss nur aufpassen, weil wahrscheinlich gleich alles kaputt geht, wenn ich hier so weiter rumwühle. So, pack mal die Tabasco-Soßen auf den Tisch. Junge, Junge, Junge. Die Pappe macht es einem echt nicht einfach. Überall hängt's. Jede Ecke schiebt sich an einer anderen Ecke rum, weil alles einfach nur Pappe ist. Und fang jetzt an mit der grünen. Das ist die mildeste. Hier steht auch nochmal Shake Well. Steht da auch was Deutsches drauf. Da steht nichts. Vor allem milde grüne Pepper Sauce. Das ist wieder holländisch. Du kannst ankreuzen, für was? Ist auf jeden Fall nichts Deutsches. 60 Milliliter. Schutten vorgebrühig. Coelt in Drop bewohren. So, da weißt du, wo es herkommt. Das ist die milde Tabasco-Soße, milde Jalapeno mit 1 von 5 Schärfegraden. Jetzt ist das alles extra nochmal hier so komisch eingepackt. Jetzt muss ich hier erstmal das Papier auch entfernen. Die gibt es aber, glaube ich, auch überall im Rewe erhältlich, so, oder? Ja, die ja. Grüne und die Rote sind eigentlich die gängigsten, die ich so sehe. Gefühlt in letzter Zeit im Rewe finde ich nur noch die Rote. Die Grüne sehe ich gar nicht mehr so. Komm. Wie, warum? Was ist da denn wieder los? Wir machen die jetzt hier auf. Wir haben uns extra sogar einen Löffel mitgenommen. Wir wollen uns nämlich immer ein Nugget auf dem Löffel machen und dann die Soße drauf, dass wir halt mit der Hand nicht den Platz für die Soße wegnehmen. Und schauen jetzt mal, was dieses Green Pepper Sauce mit Jalapeno kann. Das sieht aber sehr nice aus. Tröpfel mal hier drauf. So, das geht gar nicht raus, weil es so fest ist. Wie lang muss man jetzt hier warten? Mit der Pimpette. Oh, jetzt kam ein kleiner Strahl. Also da kann man auf jeden Fall ordentlich was drauf machen. Hannes, bitteschön, ich probiere mal. Ich sage noch nichts, ich warte erst, bis der Hannes probiert hat. Obwohl, ich könnte mir schon mal mein zweites fertig machen. Wir wollen nämlich immer von jedem zwei probieren, dass man das mit der Schärfe wirklich gut deuten kann.
muss ich, glaube ich, das zweite aber auch schon essen, weil es nämlich sonst runterläuft. Sehr lecker. Sehr lecker? Das ist, glaube ich, die Standardaussage vom Hannes. Immer ist alles sehr lecker. Ja, alles, was scharf ist, ist lecker. Aber das ist wenigstens, hat wenigstens noch Geschmack. Schmeckt wie ein Glas Pfefferon. Ist würzig, trotzdem angenehm. Du hast aber diese Essignote dabei. Aber leicht, sehr leicht. Ein Glas Pfefferon ist ja sowieso immer eingelegt in so Essigbrühe. Aber genau das macht es für mich irgendwie so interessant, weil das ist so ein Geschmack, nachdem man halb süchtig wird, wo man sagt, oh, das gefällt mir, diese leichte Schärfe, diese leichte Essignote. Nicht so übertrieben wie in den Billigsoßen. Du kannst damit auf jeden Fall was anfangen. Das ist Tabasco, die Tabasco Brand. Wo ist denn dein zweites? Wir dürfen das Video ja nicht so in die Länge strecken, deswegen muss man immer nebenbei sich vorbereiten. Also, die grüne ist gut. Die ist gut, ja. Die hält wenigstens was für versprüht. Gibt's aber so wohl nicht mehr zu kaufen in dem Sinne in unseren Supermärkten. Wenn es die bei euch noch gibt, schreibt's mal rein. Habt ihr die schon mal probiert? Guten Hunger. Jalapeno. Milder Jalapeno Tabasco. Green Pepper Sauce. Jetzt kommt nicht die rote, die normale ist, die überall rumsteht. Jetzt kommt eine braune. Bei der braunen steht alles auf. Was ist das? Spanisch? Nee. Französisch? Ich weiß es nicht. Ich weiß, wie haben die dieses Soßenset zusammengestellt? Nirgendwo steht was Deutsches drauf. Aber überall ist irgendwie eine andere fremde Sprache. Kein Englisch, kein Deutsch, kein gar nichts. Marinieren vor in optimale Smak Beleveling. Ich glaube, da ist trotzdem wieder Holländisch mit drauf. Die heißt Chipotle. Und da steht Barbecue Smack, also die sollen Barbecue-Geschmack haben. Aus Chipotle Chilis. Jetzt bin ich mal gespannt. Dann hatte ich ja vielleicht eine leicht rauchige. Ich meine, rauchig. Ich bin ja nicht so der rauchige Freund. Aber in letzter Zeit haben mich gerade so rauchige Soßen überzeugt. Doch, die rauchigen Soßen mag ich schon gerne, so wie... Du hast komplett andere Geschmäcker meistens, wie ich. Deswegen ist es ja auch immer interessant, mit dir was zu machen und zu gucken, wo haben wir einen gleichen Nenner, wo gehen wir komplett auseinander, wie beim Bier-Tasting. Ja. Agurken, und dann ist es wieder mal... So, mach mal auf, Shake Well, haben wir gemacht, ist super. Nehmen wir uns das nächste Nugget auf den Löffel. Ein Nugget. Knallen uns hier was drauf. Für die Sauce. Die kommen mir auf jeden Fall flüssiger vor, die geht auch besser raus. Das sieht aus wie schöne braune Bratensoße. Da kann ich jetzt kurz warten auf den Hannes, beziehungsweise schon sagen, Prost Hannes. Salute. Hier, einmal Prost. Anstoßen, bitte nicht runterschieben, ist gefährlich. Obwohl die so flüssig rausgeht, bleibt die trotzdem jetzt gut liegen. Mhm. Da ist die grüne vorhin plötzlich flüssiger geworden und wieder runtergelaufen. Die haftet. Oh. Herrlich. Die hat echt so einen rauchigen Geschmack drin. So einen leichten, am Anfang rauchigen Geschmack. Da merkt man zwar ein bisschen den Essig, aber der rauchige Geschmack ist trotzdem irgendwo da präsent. Jetzt hat man wieder dieses Phänomen. Mir kommt die erste Schärfe vor wie die. Kann aber auch sein, dass du halt die Schärfe jetzt nicht mehr wirklich deutlich rausschmeckst, weil du von der ersten bist schon geflasht. Für mich würde die jetzt fast wie eine normale Barbecue-Essigsoße schmecken. Leichte Essignote, heftige rauchige Barbecue-Note, auf jeden Fall geschmacklich top. Ja. Kannte ich vorher nicht, ist das erste Mal, dass ich die gerade probiere. Steht ja auch nochmal drauf, Smoked Tabasco. Ich glaube, die würde ich mir auch so kaufen, wenn es geben würde. Die gibt es bestimmt. Man braucht nur den richtigen Laden. Mhm. Smoked Tabasco, richtig gut. Bis jetzt mein Favorit. Ja, meine auch. Muss man halt mal probieren, wenn man vorher nicht die andere probiert hat. Ja, klar. Um zu merken wirklich, ob die scharf ist und was entzündet. Jetzt käme die rote. Die rote müsste ja die ganz normale sein, die es überall in jedem Handel gibt. Cocaine mit Tabasco. Mhm. Man kann halt leider nichts vorlesen, da sind so schöne Texte drauf überall, aber brauchst du nicht vorlesen, ist halt wieder alles anders. Hier haben sie noch ein Bild von einer Pizza, wo sie was drauf gebröckelt haben, sage ich ja zur Pizza immer richtig gut. Das ist also dann die normale Tabasco Pepper Sauce, rot, 3 von 5. Feurige Sterne, steht da noch was drauf.
Nee, einfach nur Tabasco Pepper Sauce. Ja, Tabasco, Tabasco und Jalapeno mild. Jetzt machen wir die mal auf. Ja. Mal gucken, wo hier der Einriss ist. Sonst geht's nämlich nicht auf, wenn du nicht am Einriss ziehst, sondern woanders. Die dürfte eigentlich auch schön raustropfen. Also die gehen normalerweise richtig gut. Und es ist zwar flüssig, aber es kommt trotzdem eher Tropfen für Tropfen. Pimpette. So, Hannes, hier einmal für Biene dich. Pimpette. Es müsste also die gängigste sein, die bei euch immer im Supermarkt rumsteht, die rote Tabasco-Soße. Hm, wunderbar. Dann Prost, Fernprost, Prost. Nicht, dass es runterfällt. Das ist die typische. Haben wir schon gleich das nächste zurecht. Das ist definitiv die typische Tabasco. Hier merke ich jetzt eine Steigerung der Schärfe, was auch gut ist. Ja. Weil die soll ja auch schärfer sein wie die davor. Wenn da jetzt auch wieder nichts gewesen wäre, dann wäre es ja völliger Quatsch. Du merkst eine Steigerung, du merkst trotzdem wieder eine präsente Essignote auch. Irgendwie hat das so was Helles. Ich finde, das geht so hell, das geht so hoch. Das ist so im Vergleich zu der Jalapeno, macht die nochmal. Der Geschmack ist halt einfach anders. Es ist halt kein Jalapeno, es ist halt, ich weiß nicht mal, woraus das dann da ist. Ja, es ist eine typische Tabasco ist das. Ja, aber aus was ist denn Tabasco? Aus der Tabasco-Chili? Aus der Tabasco-Pflanze? Gibt's am Tabasco-Baum? Die hängen da so rum, die Flaschen, oder wie? Guck gar nicht drauf. Schreibt's mal rein. Tabasco ist ja eigentlich nur Branntweinessig und Chili steht immer drauf. Ja, was für Chili ist ja. Genau, hier ist ja auch Habanero dabei und Scorpion und das sind ja auch alles Chilis, aber halt andere Chilis. Aber was ist in dem ganz normalen roten Tabasco? Was für Chilis werden da benutzt? Das ist mir aber auch noch nie aufgefallen. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja. Das merke ich öfters, dass der Hannes sich meistens gar keine Gedanken macht. Einfach runter damit. Der nimmt immer die Standardantwort. Was ist denn da drin, Herr Chili? Ja, aber welches? Gott, das ist eine gute Frage. Ja. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Nee, habe ich auch nicht. Also, das ist Barbecue. Hier meine Tabasco Habanero Soße. Hier steht extra nochmal drauf, hot. Sieht jetzt schon wieder gefährlicher aus. Some like it hot steht da drauf. Hier ist hot, 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 hot. Ist so ein Schaschlik-Spieß, genau. Hier sind auch schön Flammen drumrum. Kannst du aber irgendwie nicht. Habanero Pepper 28%, okay. Da ist eine Angabe, mit der kann man was anfangen. Habanero finde ich, ist ja auch immer sehr besonders, sticht heraus. Mit verbundenen Augen mittlerweile erkennst du Habanero. Auch von diesen Fuego-Soßen, die Habanero fand ich am besten. Habanero fand ich besser als die Jalapeno-Soßen von den Fuego. Fuego natürlich viel günstiger als hier diese Tabasco-Dinger. Hast du geschüttelt? Wir schütteln nicht. Hannes, es ist kein Bier, man kann es ruhig schütteln. Ne? Okay. 4 von 5 Flammen auf der Packung müsste jetzt was geben. Das hat hier eine so eine dunkelgrünes Etikett oben, aber so metallisch, was so richtig schön glänzt. Sieht sehr edel aus. Finde ich gut. Knallen wir jetzt hier drauf. Die ist wieder sehr flüssig. Also die läuft richtig gut raus. Und tropfen wir den ganzen Teller voll. Da beiß ich schnell ab, bevor es alles runter tropft. Merke ich aber jetzt wieder keine Steigerung von der Schärfe im ersten Moment. Ich merke nur einen anderen Geschmack, der für mich weniger essigartig ist, wie der davor. Trotzdem interessant. Für, ja, mich, am Anfang dieser. Für mich leicht angenehmer. Aber die Schärfe zündet nicht nochmal. Und vielleicht dauert das erst und erst bei der nächsten kommt das wieder durch. Habanero finde ich also, wie gesagt, immer sehr angenehm. Jalapeno meistens sehr essig, Habanero weniger essig. Mhm. So, nochmal einmal für dich. Das zweite, vielleicht merkt man dann den Unterschied nochmal. Hm.
ist gleichbleibend. Also ich merke jetzt nichts, dass sich die Schärfe nochmal steigert. Obwohl das wieder eins mehr ist, das hätte jetzt eigentlich eine weitere Stufe sein müssen. Am Anfang ist halt so ein richtiger Habanero-Geschmack. Ja, irgendwie so richtig angenehmer Habanero-Geschmack. Versteht ihr? Duft einfach. Duft? Ja, das zieht halt durch die Nase durch einfach. Aber es ist sehr angenehm. Es zieht durch die Nase. Ja, es zieht durch die Nase. Wir haben noch 5 Nuggets. Wir haben noch die schwarze. Die schwarze ist eine Scorpion Pepper Seriously Extra Hot Sauce. Also da sagen sie jetzt, die meinen wirklich ernst, dass sie scharf ist. Hier stand ja auch extra hot, aber da ging nicht nochmal was. Gespannt, was die extra hot 5 Flammen scharfe brutale Scorpion Pepper Seriously Hot, the hottest sauce in our Tabasco brand family of flavors, extra hot pizza make everything better. Hier auch nochmal den Schriftzug von Tabasco, sieht ja aus wie Tabak. Der war hier aber nicht, das ist die einzige. Nee. Schade. Das ist die einzige, wo hier auf der Packung auch nochmal richtig groß Tabasco draufsteht. Wo auch hier richtig schön im Hintergrund gearbeitet wurde. Hier 3 große Bilder, also vom Design her. Finde ich die Packung am besten, da ist am meisten mitgemacht worden. Jetzt bin ich gespannt auf Scorpion Pepper Extra Hot. Auch wieder hier 60 Milliliter. Einfach nur Scorpion. In dem O ist ein Skorpion zu sehen. Das ist auch cool. Sehr schön. Sieht das so kleine Details und so reingearbeitet haben. Merkt schon, da bilden sich so Blasen im Hals. Schon vorher. Dass man dann mit den Spucke sich so ansammelt. Und die habe ich gar nicht gemerkt, als ich geschüttelt habe, dass man es schütteln konnte. Kann man aus. Ich hoffe, die ist nicht so fest. Jetzt läuft was. Jetzt läuft was. So, jetzt ist was gelaufen. Hier, Hannes, für dich. Da läuft noch mal was. Ich glaube aber, das läuft so am Nugget runter, dass es dann auf dem Löffel landet. Dürfte also passen. Immer weiße Teller nehmen, dass sie danach immer schön rot aussehen. Das ist unser Geheimnis. Dann, Hannes, gönn dir. Probier mal den Scorpion Pepper. Irgendwie kam mir der Geschmack bekannt vor am Anfang. Ich dachte erst, das geht in so eine Carolina Reaper Richtung. Vielleicht ist es einfach nur wieder dieses wäscheartige, seifige, was da kommt, was mich immer erinnert, wenn der frische Chilischoten ist, dass da oft das drin ist. Sehr leicht. Also diese Seifennote gehabt und dann war erstmal gar nichts. Dann war ich erstmal enttäuscht. Jetzt merke ich aber langsam, dass was hinten hochkommt. Das muss ich also wohl erst entfalten. Und damit es sich noch besser entfalten kann, müssen wir gleich noch eins probieren. So, von dem extra hot Scorpion Pepper Sauce. Bitte schön, Hannes. Jo, danke. Ihr müsst halt immer nur so einen kleinen Löffel nehmen. Immer nur so 1-2 Tropfen drauf machen. Müsst ihr jetzt hier nicht so ein Flatschen drauf basteln. Ich muss aber sagen, der Geschmack ist für mich eigentlich nichts. Also, das schmeckt für mich halt total chemisch. Das schmeckt halt wirklich so spülmittelmäßig schon wieder. Da finde ich die rauchige besser, da finde ich die Jalapeno besser, da finde ich die rote besser, da finde ich die Habanero besser geschmacklich. Von der Schärfe her ist das die schärfste. Definitiv, ja. Merkst du jetzt und merkst richtig, wie sich's immer weiter aufbaut. Aber geschmacklich weiß ich nicht. Deswegen esse ich gleich noch ein drittes. aber die versprechen wenigstens, was draufsteht. Ist aber trotzdem wieder was ich mir jetzt nicht nochmal kaufen würde, wenn mir der Geschmack halt nicht taugt. Mir ist ja, ich brauche Schärfe mit Geschmack und nicht einfach nur scharf. Weil wenn du nur scharf hast, das ist ja nichts.
Eine angenehme Schärfe, okay. Mit einem kombiniert guten Geschmack, wie bei Samyang, finde ich das immer super toll. Klar kannst du dir irgendwo einen Extrakt drauf knallen, dann ist es so scharf, dass keiner mehr was isst, aber Scorpion, Pepper, ist wohl nicht meine Welt, geschmacklich. Seife, Seifenchili. Machst du jetzt auch noch mal, ja? Ja, Ego. Ich dachte, Hannes ist schon eingeschlafen, ne? Oder erhebt sich die drei auf für was anderes? Jetzt haben wir ja nur noch zwei übrig. Und es geht eigentlich auch noch schärfer. Mit der Mad Dog 357 aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt. Die tue ich mal kurz schütteln. Die kommt jetzt bestimmt wieder mit einer pflaumigen Winternote um die Ecke. Müsste sogar noch mal zünden im Nachhinein. Und dann hat jeder genau noch ein Nugget übrig. Und da kannst du ja die, die dir am besten geschmeckt hat, noch mal drauf zimmern und ich auch. Und dann sind die Nuggets nämlich auch fort. Hier aber jetzt wirklich nicht übertreiben. Hier jetzt wirklich gucken. Am besten halt nur einen Tropfen drauf, der reicht. Wir haben nämlich heute auch noch Biertasting vor, sonst hat man den ganzen Tag wieder Sodbrennen und Durchfall. Da muss ich dann noch hier 5 Liter Bier reinkippen. Eieiei. So, da ist ein Tropfen drauf. Falls man das sieht. Ja, der Hannes hat sich halt das ganze Nugget vollgekippt mit Soße. Also, das ist sehr schön. Ja, super. Warte mal, ich tunk mal an deins dran. Ja, ich dachte, der Löffel nimmt trotzdem was auf. Eieiei. Vielleicht kann ich dir noch was abnehmen. Ja, Hannes, ich sage noch, übertreib's nicht. Was macht er wieder? Gibt sich die super, ganze Flasche drauf. Klasse. So, dann probieren wir mal. Ich weiß schon, wem es heute schlecht geht. Ja, das glaube ich auch. Geschmack für mich auf jeden Fall angenehmer als die Scorpion. Schärfe erstmal gar nicht. Und dann merkst du, jetzt brodelt's. Und das breitet sich auch immer direkt überall aus. Das geht schön in die Wangen, das geht schön an die Lippen, das geht in den Gaumen, das geht überall hin. Und das ist halt irgendwie was anderes. Das erfüllt den ganzen Rachen, den ganzen Mundraum. Das haftet richtig. Das ist auf jeden Fall immer ein Erlebnis am Ende. Welche Soße hat die jetzt aber am besten geschmeckt? Die rauchige. Die Barbecue. Komm, dann nehmen wir beide die Barbecue nochmal. Für das letzte, für das eine letzte verbliebene Nugget. Dann kann der Hannes erstmal rein und tanzen. So, einmal hier, einmal da. Noch ein Nugget mit Rauch. Bitteschön. Danke. Hat eine leicht flaummusige Note. Von der Konsistenz her, weil das halt einfach so drauf liegt und haftet. So, abschließend würde ich sagen, ich fand alle gut eigentlich. Bis auf die Scorpion, die fand ich leider nicht so gut. Von dem Geschmack her, diesen komischen Spülmittel-Seifengeschmack, habe ich immer wieder weckt schlechte Erinnerungen. Ansonsten die Habanero fand ich richtig gut, die Standard fand ich gut, die Barbecue fand ich gut. Die milde Grüne brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil das ja nur eine mildere Variante ist, eher von der roten. Kannst du weglassen, nimmst die drei anderen, hast du ordentlich was da. Jetzt laufen auch schön die Augen. Die Augen drehen, der Rachen brennt. Also ist nicht so, dass man nichts merkt. Man merkt was, man versucht es aber immer auszuhalten bis zum Ende. Und wenn dann alles runterläuft, weißt du, der Tag ist perfekt. Magst du noch was sagen? Es war top. Die Sohn haben ihm versprochen, was sie halten. Und ja, war super. Ja, und so richtig schlimm ist es jetzt trotzdem eigentlich nur wieder wegen der Mad Dog. Und das ist genau das. Deswegen passt auf, was ihr macht. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Hannes. Mach's gut. Jetzt beschlägt sogar die Brille, dass ich gar nichts mehr sehe.